Schauen wir uns erstmal die Klausur an. Ne? Es ist so der Klassiker eigentlich im Studium, das, wovor viele Studis auch mal so ein bisschen Angst haben. Klausuren, wie läuft denn das an der Fernuni? Gibt es da schon Online-Klausuren mittlerweile? Ist das Standard oder geht man da immer noch irgendwo auf den Campus oder wie kann man sich das vorstellen? Klausuren sind sozusagen das diverseste Angebot an Prüfungsformen, weil es da wirklich alle möglichen Formen und Formate gibt. Die klassische Klausur ist so, dass die Paper-Pencil geschrieben wird an unseren Campusstandorten oder in Hörsälen anderer Hochschulen. Das war vor Corona vor allen Dingen das große Thema, da, als einfach die Online-Klausur noch nicht so eine Relevanz hatte. Inzwischen gibt es einen großen Anteil, sogar würde ich sagen, den überwiegenden Anteil an Klausuren, die online geschrieben werden. Und da gibt es auch die unterschiedlichsten Ausprägungen von Klausuren, die zu Hause geschrieben werden, von Klausuren, die vor Ort geschrieben werden. Es gibt zum Beispiel in der Psychologie die Möglichkeit, die Prüfungen auf iPads zu schreiben. Das heißt, man fährt dann schon in ein Regionalzentrum, legt da die Prüfung aber auf einem elektronischen Gerät ab, sodass man quasi kein Papier einscannt. Es gibt aber auch tatsächlich die Möglichkeit, Papierklausuren zu schreiben, die dann wiederum als Papier hochgeladen werden und online abgegeben werden. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viel Varianz und Spielraum, und das ist immer so ein bisschen abhängig von den einzelnen Fächern und Modulen und auch von den einzelnen Lehrenden, was die jeweils anbieten wollen. Aber ich würde sagen, im Moment ist tatsächlich die Online-Klausur schon etwas, was zum einen stark gewachsen ist und was jetzt auch schon sehr, sehr, sehr verstärkt angeboten wird. Und ja, so ein Vorteil bei einer Klausur ist ja eigentlich, also aus meiner Sicht jetzt auch, dass die Bewertung ein bisschen einfacher ist als jetzt beispielsweise bei einer Hausarbeit. Das geht alles ein bisschen schneller, ne? Da setzt man sich dann Schneller. als Lehrkraft hin, muss teilweise abhaken oder die offenen Fragen ein bisschen genauer durchschauen. Gibt es da, wenn wir jetzt schon beim Thema Innovation in der Lehre sind, gibt es da irgendwie Möglichkeiten, das heutzutage schon maschinell zu machen oder Ja, das ging aber an der Fernuni auch schon lange. Also es gab schon immer die Möglichkeit, auf so standardisierten Bögen die Klausur zu schreiben. Die wurden eingescannt und automatisiert ausgelesen. So, das hieß Lotse. Und diese Lotse-Klausuren wurden immer schon sehr, sehr schnell zurückgegeben. Das ging aber nur mit Multiple-Choice-Klausuren. Immer wo natürlich irgendwelche Texteingaben nötig waren, da hat es dann natürlich länger gedauert. Und das ist natürlich total der Vorteil von Online-Klausuren. Und aus studentischer Sicht gedacht ist die Online-Klausur auch deswegen vorteilhaft, weil bei uns die Studierendenschaft sehr, sehr heterogen ist. Die meisten sind berufstätig. Die meisten haben irgendwie schon oder haben andere Verpflichtungen, sei es Kinderbetreuung, Arbeit, was auch immer. Und für die ist es natürlich einfacher zu sagen, ich nehme mir mal Nachmittag 4 Stunden Zeit und schreibe online meine Klausur zu Hause, als dass ich mir einen Tag Urlaub nehme, ein Hotel mir suche, dann zu dem Klausurort fahre, dann die Klausur ablege, abends wieder nach Hause fahre, mir Kinderbetreuung suchen muss und so weiter. Insofern ist es natürlich um die Flexibilität der Studierenden willen, auf jeden Fall für die angenehmer, eine Online-Klausur zu schreiben. Und das ist auch gewünscht und das nehmen die Studierenden auch in Kauf, selbst wenn es dann zum Beispiel so Sachen gibt wie Beaufsichtigung über Zoom. Das wird zum Beispiel gemacht in manchen Fächern, dass dann sozusagen die Studierenden ihren Bildschirm teilen während der Klausur, ist eine Kamera wird mitge schneidet mit, was im Raum passiert. Und selbst das finden die Studierenden angenehmer, als sich 2 Tage freizunehmen für eine Klausur. Wir haben ja auch Studierende im Ausland und für die haben wir früher die Möglichkeit geboten, dass man dann in ein Goethe-Institut insbesondere fährt und dann da die Klausur schreibt. Jetzt ist es natürlich so, je nachdem, in welchem Ausland ich bin und wie weit ich vom Goethe-Institut weg wohne, habe ich natürlich noch höhere Kosten sozusagen für die Klausurteilnahme. Und das wird durch die Online-Klausur jetzt natürlich stark minimiert. Also gerade insbesondere die Gruppe, die im Ausland sitzt, wohnt und an der Fernuni studiert, die profitieren nochmal stärker davon. Herr Biederbeck, vielleicht können Sie uns noch einen Nachteil nennen. Also Klausuren sind ja schon, haben wir jetzt schon gesagt, vorteilhaft in dem Sinne auch, dass es einfach zu kontrollieren ist, beispielsweise ja, gerade bei so einer großen Menge an Studierenden wie an der Fernuni Hagen. Da gibt es auch Nachteile, die man nennen kann für Klausuren. Ja, also man muss natürlich schon sagen, in großen Fächern ist Klausur erstmal das ja, Mittel der Wahl in den ersten Semestern. Und was wir dann beobachten können, ist, dass sich das wissenschaftliche Schreiben natürlich erstmal nicht so als Kompetenz entwickeln kann. Und dann Studierende so im
ja, höheren Semester, sage ich mal, fünftes Fachsemester, wenn man jetzt vom Vollzeitstudium beispielsweise ausgeht im Bachelor, plötzlich vor die Frage gestellt sehen, ja, wie schreibe ich denn jetzt eine Hausarbeit? Und oh, das ist ja nur meine einzige Möglichkeit, um dann auf die Bachelorarbeit mich vorzubereiten. Und das ist, finde ich, schon ein großer Nachteil, den man überall da, wo Klausurfächer sozusagen existieren, vorfindet. Und da werden wir gleich nochmal drüber sprechen, wie man trotzdem das wissenschaftliche Schreiben vielleicht schon mal ein bisschen anleiten kann. Das ist so, finde ich, immer das Abwägen, ne? Wie viele Studierende habe ich da? Und in den großen Fächern bei uns sind es halt viele. Da sind dann 1000 Neueinschreibungen pro Semester locker erreicht. Da kann ich nicht jeden eine Hausarbeit schreiben lassen, leider. Ja, es ist halt häufig auch so in Klausuren, ne, dass da mehr oder weniger sehr oberflächlich auswendig gelernt wird. Nicht immer, aber ja, so nach der Art halt, ich lerne das alles schnell auswendig und dann nach der Klausur, nach der Prüfung habe ich es auch recht schnell wieder vergessen. Es gibt auch Hochschulen, da muss man wirklich sehr, sehr genau die Definitionen auswendig lernen. Gerade wenn das dann eben auch noch maschinell überprüft wird, ist es wahrscheinlich auch wichtig, dass man da die Definition ganz genau angibt, ne, dass das auch über Software sozusagen prüfbar ist. Und ja, ich glaube, für viele ist auch ein Nachteil so der Druck, der mit so einer Klausur einhergeht, da irgendwie innerhalb von 2, 3 Stunden, je nachdem, wirklich gezielt sozusagen sein Wissen abrufen zu können. Eine Prüfungsangst ist dann eben auch für manche so ein Nachteil bei dieser Prüfungsform. Ja, das stimmt natürlich. Und gleichzeitig ist es auch immer eine Frage des Prüfungsdesigns, ne? Also ob man wirklich sagt, man prüft auswendig gelerntes Wissen ab oder selbst bei Multiple Choice kann man ja das Prüfungsdesign so gestalten, dass die Studierenden trotzdem zum Beispiel aus verschiedenen Antwortmöglichkeiten das Richtige auswählen müssen, nachdem sie aber zum Beispiel sich ein Konzept überlegt haben oder eine Berechnung durchgeführt haben oder so. Es ist immer auch die Frage von der Prüfungsdidaktik, die da mit einer Rolle spielt. Und die kann natürlich von bis sein. So, da gibt es auch alle Varianten.